Nein, das war dumm. Endlich mal wieder ein bisschen was arbeiten hier. Im Winter ist so wenig zu tun oder im Frühjahr. Das ist katastrophal, wenn du mit Seasons spielst. Jürgen? Ja. Ich pack das bei dir ins Silo, ich hab ja keins mehr. Jo, mach das. Wie viel gehört denn dann mir? Schau einfach, wie viel rauskommt und dann kannst du dir was von holen, jo. So wie immer. Okay. Werden ja bestimmt 2-3 Anhänger rauskommen. Jo, ist gleich schon voll. Die große Motorvariante ist sinnvoll. Ah, jetzt bin ich glaube ich voll. Oh. Ja, das glaube ich dir. Gut, ich fahr mal ab. Mach das. Ja, was war denn jetzt los? Dornek. Jo. Doch. Was gekauft worden oder so? Wahrscheinlich. So. Ja, ist halt doof, dass wir jetzt kein Silo mehr haben. Aber vielleicht lasse ich mir vom Jürgen wieder eins hinbauen. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Geld. 40.000. Da könnten wir uns wieder eins hinstellen. Oder zumindest so ein Heu-Strohlager. Das wäre vielleicht sinnvoll. Dass wir bei uns einfach so ein kleines Lager hinstellen. Oh.
Alles gut, Volker? Olga? Nein, 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 nein. Volker, Feuerwehr und Notarzt sind unterwegs. Zieh dich mal raus. Frische Dachfenster. Ah. Volker. Leg dich hin, Volker. Genau. Ich will schon mal was trinken. Die draußen Fässer stehen perfekt. Hier, Volker, trink mal was. Bleiben die denn? Mann, wo bleiben die denn? Oh, Mann. Seite nah gemacht. Ja, da gut. Los. Lagen. Volker? Hans? Jürgen. Volker. Hans Jürgen? Nein, nur Jürgen. Volker. Nur Jürgen? Volker? Hans Jürgen? Raysex. Hans Jürgen Raysex? Ohne Hans. Ohne Hans Jürgen Raysex? Mann. Wo bleiben die denn? Volker? Jürgen? Ja! Ja! Volker! Jürgen? Ja? Wer ist es? Kommt der Notarzt. Ja, was hat er noch einen Traktor reingefahren hier? Mal Grüße ihn raus. Zu. Ey, hilf dir mal schnell. Hallo. Ja, Notarzt ist schnell, unterwegs. Schnell. Hallo? Hans? Nee, hier ist Marlo Neumann. Mal den Baum. Hans, Marlo Neumann? Nee, Marlo Neumann. Hans, Marlon? Ohne Hans. Ohne Hans Marlon Neumann? Gleich hat er bei mir gemacht, Neumann. Ach so. Ich glaub, da ist was schief gelaufen. Ja, der Notarzt ist ja auch gerade unterwegs.
Euer Anhänger. Oh nein, Volker. Oh, alles neue Fahrzeuge. Der arme Volker. Das sieht echt gar nicht gut aus. Hans? Leon, übernimmst du? Jo. Er redet die ganze Zeit halt anders. Ich den Kofferraum mal ran. Hans? Der Hans ist nicht da. Hans? Ich bin es, der Leon. Hans Leon? So was ja, macht er die ganze nicht Hans Zeit. Leon Müller bin ich. Hans Leon Müller. Geht's Ihnen sonst soweit gut? Ist groß. Neumann. Ja. Kann ich weiter, man? Ja. Hans Neumann Leon Müller? Ich geh mähen, ne, bevor ich ihn aus dem Nervenzusammenbruch. Machen Sie das. Können Sie mir mal erklären, wie genau das passiert ist? Hans. Soll ich dir was erklären? Ja. Wenn du noch kurz Zeit hast, ja. Also, ich war hier oben am Mähen, wie du da oben siehst mit dem Fendt. Ja. Auf einmal sehe ich nur Volker hier rumfahren und auf einmal ging das Flatschlag Volker auf der Seite. Schnell den Motor ausgemacht, runtergelaufen. Hier hin. Hans? Volker rausgezogen hier aus dem Dach. Hans ist nicht hier. Der Hans ist schon und weg. Seitdem ist das. Hans? Er hat sich einmal übergeben. Hans? Hans geht es gut. Der ist nur gerade. Geh mal weiter, Mähen. Feierabend. Der hat gerade Feierabend. Ohne mich? Scheinbar schon. Hans? Ich denke, das wird sich noch später klären. Hans? Hans hatte Kopfschmerzen und hat Feierabend gemacht. Hans? Hans ist nicht da. Hans? Nicht da. Genau. Jürgen? Der mit weiter. Jürgen Schaf? Nein, Jürgen Racex. Aber mit Brille sagen Jürgen Mäh. Ja, der Jürgen mäht Gras, aber er heißt Jürgen Racex. Ah. Wasser? Also, er mäht den Rasen. Wasser? Brauchen Sie Wasser? Ja. Ich gehe mal Wasser holen. Mach das. Hier eine Flasche Wasser. Trinken Sie mal, vielleicht geht es Ihnen danach ein bisschen besser. Ich glaube. Und wie geht's Ihnen jetzt? Ach, Herr Müller. Ja, hallo. Ihnen scheint es ja schon wieder besser Herr zu gehen. Herr Neumann. Ja. Was machen Sie denn hier? Flasche Scheiß. So eine Flasche Alter. Nein. Wir brauchen noch mehr von dem Zeug. Ja. Alter, was ist denn mit meinem Traktor passiert? Sie haben. Nein. Volker? Das war bestimmt der Hans. Nee, das waren leider sie. Varuna, du bist um die Kurve gefahren. Ja. Und hast die Kurve zu stark genommen und dann bist du umgekippt. Scheiße, ey. Och nee. Ist ja doof gelaufen. Doof gelaufen? Ja, doof gefahren. Ja. Ey, shit, ey. Ja. Das den Ladewagen erst gestern gekauft. Ja. Mensch. Das Radio lief noch. Die Warnleucht auch. Shit. Ja und nu? Nun brauchst du einen Abschleppdienst. Ja. Wo ist denn der Jürgen? Ah, da.
Jürgen! Jürgen! Na, scheiß Fan, das tut laut, ey. Jo, shit, So. ey. Brauchen Sie noch den oder brauchst du noch den Notarzt? Nö. Irgendwie, ich habe nur geschlafen, habe ich so gedacht. Ach, das Wasser erweckt Wunder. Was für Wasser? Du hast Wasser getrunken und danach ging es dir wieder gut. Echt? Krass. Soll er da ein Patent anmelden? Zaubertrank oder so? Ja, deswegen brauchen wir mehr von dem Zeug. Was mache ich denn jetzt, ey? Ich rück denn wieder ab. Achtung, pass auf! Ja, Jo, gleich danke für haben wir einen Ihre zweiten Hilfe. Unfall. Jürgen! Volker Neumann. Volker Neumann? Hä, bist du Volker, alles gut? behämmert? Ich heiße Volker und der Volker? heißt Neumann. Der heißt doch nicht Ja, weiß Volker ich schon. Neumann. Ja, weiß ich doch. Ja, was sagst denn dann Volker Neumann zu mir? Ich hab euch beide gerufen. Beten hier ab. Ist ja wie Alles wenn, gut? ist ja wie wenn zu dir einer sagt Hans-Jürgen oder so. Er wurde eben gesagt. Wer sagt denn so einen Schwachsinn, ey? Neumann? Ihm geht's wieder gut, er hat was getrunken und danach ging's ihm super. Ah ja, Bruder muss groß. So. Das Wunderwasser. Keine Ahnung, was ihr habt. Ah Jürgen. ja. Ja. Muss mal nach meinem Traktor gucken. Kannst du den irgendwie wieder hinbiegen? Ja. Ich klopfe zwei, dreimal mit dem Hammer drauf, dann ist das Metall auch wieder gerade gebogen, dann passt das. Den müssen wir erstmal aufstellen und wieder irgendwo in Ordnung Ja, bringen. ich fahr was holen beim Bauhof. Okay. Gleich. Gut. Bis gleich. So ein Schindel.